Vor fast genau 6 Monaten habe ich den großen Schritt gemacht und bin von Canon auf Sony umgestiegen, und zwar auf die Sony A7 R3. Und in diesem Video soll es darum gehen, was nach 6 Monaten sich bei mir verändert hat, meine Arbeitsweise verändert hat, was mein Fazit ist nach 6 Monaten mit der Sony und warum ich hier immer noch eine Canon stehen habe. Darum geht es in diesem Video. Also viel Spaß. Vor gut 6 Monaten, Anfang des Jahres, habe ich mich für die Sony A7 III entschlossen. Dazu haben wir damals schon mal ein kurzes Video gedreht, was mein erstes Fazit war. Das verlinke ich euch hier oben kurz mal eben in der Ecke im Video. Das könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Aber heute soll es darum gehen, was ich in 6 Monaten Arbeitsweise mit der Sony selber bemerkt habe, für Vorteile und für Nachteile. Und deswegen fangen wir jetzt mal an mit den Vorteilen. Als allerersten Vorteil möchte ich gerne starten mit der Bildschärfe. Und ich meine Bildschärfe 40 Megapixel Vergleich mit der Canon 5D Mark III. Wir haben es natürlich auch mal mit einer Nikon verglichen. Da ist der Unterschied nicht riesengroß, aber zum Vergleich mit der Canon, welche wir bisher genutzt hatten, ist es wirklich enorm, welche Bildschärfe wir offenblendig mit der Sony A7 R3 haben. Also wir haben das sowohl bei Hochzeiten als auch bei Porträtshootings im Studio oder auch unterwegs, hat der Fokus einfach gesessen. Und das liegt einfach daran, dass wir den Eye-Autofokus haben. Wir können offenblendig mit Blende 1.4 oder mit dem 85er Blende 1.8 ganz problemlos arbeiten und es ist wirklich knackend scharf. Natürlich ist auch mal Ausschuss dabei, aber niemals so viel Ausschuss, wie wir das bei der Canon hatten. Und bei Canon haben wir immer von so einer sogenannten Canon-Schärfe gesprochen. Also es war immer irgendwie ein bisschen scharf, aber es war auch immer so ein bisschen milchig. Und die Schärfe, die wir hier bei der Sony gesehen haben die letzten Monate, ist wirklich nicht mit der Canon Mark III zu vergleichen. Und mit der Technik, die wir vorher gehabt haben, ist das ein riesengroßer Sprung gewesen. Und bezüglich der Bildschärfe und der Qualität können wir nur sagen, hat es sich wirklich gelohnt, sich für die A7 III zu entscheiden. Punkt Nummer 2, wo ich direkt drauf eingehen möchte, ist ganz klar das Klappdisplay. Natürlich, wir sprechen hier von einer spiegellosen Vollformatkamera. Bedeutet, wir können hier das Klappdisplay so verwenden, wie wir es möchten. Wir können also eine ganz tiefe Kameraposition einnehmen, in der Kirche zum Beispiel, und Aufnahmen machen, die mit der 5D Mark III nur blind funktioniert hätten. Oder wir legen uns mit auf die gleiche Höhe, lege ich mich auf den Boden, dann kann ich den Bildausschnitt noch selber bestimmen. Das war bei Canon immer ein bisschen schwierig, deswegen war das bei Sony um einiges einfacher. Und das war wirklich ein Vorteil, den wir auch genutzt haben. Als nächster Vorteil möchte ich natürlich einmal die lange Akkulaufzeit loben. Also bei der Akkulaufzeit hat sich Sony ja schon extrem gesteigert. Im Vergleich zu der Sony 6300 und 500, die wir auch verwenden für Filmaufnahmen, ist hier ein Akku verbaut worden, der mindestens genauso lange hält wie die von Canon. Und im Vergleich zum Vorgänger-Akku ist das ein Riesenschritt gewesen. Und wir kommen mit einem Akku, ich sag mal, eine 10-stündige Hochzeit kann man schaffen, wenn man nicht ganz so viel filmt und nur fotografiert, kann man damit gut schaffen. Wir haben uns jetzt noch ein paar mehr gekauft und damit kommen wir wirklich sehr, sehr lange gut aus. Als nächste positive Eigenschaften der Kamera möchte ich mal eben kurz auf die Filmfunktion eingehen. Und natürlich 120 Frames bei Vollformat, ohne Crop, war natürlich ein riesengroßes Argument für uns, zu sagen, wir fotografieren ja nicht nur Hochzeiten, wir machen auch sogenannte Highlight-Filme, dass wir neben den Fotos nochmal kurze Sequenzen filmen. Und wenn wir sowas alles in einer Kamera hatten, ist das natürlich mega geil zum Arbeiten. Das hatten wir bei Canon ja nicht. Bei Canon haben wir immer rechts die Canon für Fotoaufnahmen in der Hand gehabt und links hat die 6500 gebaumelt, mit der wir dann eben kurz ein paar Filmaufnahmen gemacht haben. Und somit haben wir halt hier den Vorteil, dass wir alles in einer Kamera haben und wir wirklich gemerkt haben, wenn wir die Fotoreportage von der Hochzeit abgeben und dann noch den Film dazu, haben uns auch schon Brautpaare gesagt, es ist wirklich identisch. Also wir haben Fotos zu allen Situationen und Bewegtaufnahmen zu allen Situationen. Und das hat wirklich hervorragend bisher geklappt. Wo wir gerade schon bei den Filmeigenschaften sind, was richtig, richtig gut ist und was ich gar nicht geglaubt hätte, dass ich so viel verwenden würde, ist die Crop-Funktion beim Film. Das heißt, wir können beim Film mit 1,6-fachen Crop-Modus in Full HD filmen. Das bedeutet, wenn ich ein 20mm Objektiv zum Beispiel drauf habe, Blende 1.4 und ich kann gerade das Objektiv nicht wechseln, gibt es über die Sony die Funktion, dass wir, ich habe es mir hier auf C3 gelegt,
den Knopf drücken und das Ganze kroppt um 1,5 oder 1,6 ist es, glaube ich, kroppt das ran. Das heißt, ich habe plötzlich nicht mehr 20 mm, sondern 35 mm und kann trotzdem weiterhin in Full HD filmen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so viel nutze, aber es ist doch ziemlich geil. Vor allem, wenn man einen 85er drauf hat, dann kroppt man das Ganze nochmal dran und hat plötzlich irgendwas mit 120, 130 mm da drauf. Ist das für Filmaufnahmen, vor allem, weil wir keine Qualitätsverluste haben bei den Filmaufnahmen, ist es wirklich von Vorteil. Und das nutze ich doch mehr als gedacht, habe ich vor allem in den letzten Wochen viel genutzt für Imagefilme und das als weiteren Pluspunkt. Dann die geräuschlose Aufnahme. Ich muss das mal eben kurz ein bisschen ablesen, was noch die positiven Eigenschaften waren. Die geräuschlose Aufnahme ist natürlich auch ein großer Faktor gewesen. Das war bei Canon immer nur diesem Silent-Modus möglich, dass es ein bisschen leiser ist. Aber wir haben vor allem bei den letzten Hochzeiten gemerkt, man kann es komplett ausschalten. Und natürlich irritiert das die Leute teilweise und fragen mich, Kai, hast du das Bild schon gemacht oder hast du es nicht gemacht? Deswegen nutzen wir das halt bei den Vorbereitungen in der Kirche, wo man die Leute einfach nicht stören will. Aber bei Gruppenaufnahmen stellen wir es halt auch wieder ein, damit die Leute einfach dieses akustische Signal haben, das Foto ist jetzt gerade entstanden. Und das ist wirklich positiv aufgefallen. Das haben uns auch Pfarrer gesagt in der Kirche, dass sie das sehr, sehr gut fanden, dass wir da mit komplett geräuschloser Aufnahme gearbeitet haben. Und das ist wirklich ein großer Vorteil im Vergleich zu Canon. So, jetzt muss ich einmal nachschauen. Die Nachteile sind leider auch ein paar. Und wir fangen mal mit den Speicherkarten an. Wir haben hier den neuen Speicherkartenslot bei der Sony A7, wo zwei Speicherkarten reinpassen, ist auch alles sehr, sehr gut. Wir mussten natürlich erstmal einige Speicherkarten kaufen von dem Typ 3. Wir haben viele von SanDisk gekauft, 64 GB Typ 3. Und was mich schon mal extrem genervt hat, wenn die Speicherkarte eingelegt ist, muss man das ganze Ding nochmal formatieren. Also wir übertragen unsere Daten auf unseren Server, wir löschen die Daten von der Speicherkarte, packen die Speicherkarte in die Sony rein und dann müssen wir das Ganze nochmal formatieren. Wenn wir das nicht machen, können wir auch mit der Speicherkarte fotografieren, aber das Display zeigt uns an, nicht darstellbar. Das hat mich bei den ersten Hochzeiten extrem irritiert und ich dachte, die Daten werden jetzt plötzlich nicht mehr gespeichert oder sind nicht lesbar später. Aber es hat anscheinend irgendwas mit der Speicherkartenformatierung zu tun. So genau kenne ich mich da auch nicht mit aus. Wenn ihr da mehr dazu wisst, kommentiert das Ganze gerne mal, woran das liegt oder ob es da noch andere Möglichkeiten gibt, die Speicherkarten anders zu verwenden. Aber das hat mich doch extrem genervt, dass man immer eine Speicherkarte reinpacken muss und dann das Ganze nochmal formatieren muss. Sonst steht da nicht darstellbar und man kann einfach die Fotos nicht kontrollieren. Es ist dann nicht so, dass die Fotos nicht gespeichert werden und die Filmaufnahmen, die werden alle gespeichert, aber man kann es, wie gesagt, nicht übers Display kontrollieren und es wird einem nur nicht darstellbar angezeigt. Das als ersten Punkt, der mir nicht wirklich gefallen hat. Die Größe der Daten ist der nächste Punkt, wo ich noch einmal darauf eingehen wollte. Das hatte ich ja schon in dem ersten Video, was ich euch eben verlinkt hatte, schon mal erwähnt, dass ich befürchtet habe vor 6 Monaten, dass die 40 Megapixel störend sein könnten. Und das ist leider auch so eingetreten. Das 40 Megapixel ist in sehr, sehr vielen Arbeitslagen und in sehr vielen Anwendungen ist es zu viel. Also ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Business-Shootings, wo wir möglichst hohe Auflösungen brauchen. Da ist es natürlich mega gut, dass wir nicht mal 21 wie bei der Canon haben, sondern 40 Megapixel. Das ist schon von Vorteil auf jeden Fall. Aber bei Hochzeiten ist es extrem nervig. Also wir haben ja vorher immer im MRAW fotografiert, also haben gar nicht mit 21 Megapixel fotografiert unsere Hochzeiten, sondern nur mit 11 oder 12 sind das, glaube ich, Megapixel. Und das reicht bei Hochzeiten vollkommen aus. Und ich bin halt nicht der Fan davon, extrem viele Daten zu sammeln, wo man gar keine Daten benötigt. Deswegen war das einfach zu viel und ist es zu viel, dass wenn wir 14 Stunden Hochzeit begleiten, schieße ich mal locker 160 GB durch. Und das ist wirklich enorm. Also auf einer 64 GB Karte passen ungefähr 1100 Fotos. Das sind dann 40 Megapixel. Und wenn dann noch unser Second Shooter, der arbeitet noch mit der Canon, und da haben wir auch schon ein Video zu gemacht, ob das mit den Sensoreigenschaften und den Farbwiedergaben der Canon und Sony Sensoren gut passt und man gut kombinieren kann, auch bei Hochzeiten. Da verlinke ich euch das Video auch nochmal.
Aber das nutzen wir halt sehr, sehr viel, dass wir Canon und Sony zusammen nutzen. Und wenn wir natürlich Canon 12 Megapixel haben und Sony 40 Megapixel, wo Sony leider nicht die Funktion anbietet, das Ganze irgendwie runterzukroppen wie bei Canon, ist das extrem nervig und wir haben unfassbar viele Daten. Letztes Wochenende sind wir mit über 200 Gigabyte an Daten aus der Hochzeit rausgegangen. Ja, also das wird nicht lange archiviert, das wird runtergerechnet auf JPEG irgendwann, wenn die bearbeitet sind und die RAWs werden alle weggeschmissen. Das zu der Größe der Fotodateien. Dann noch ein Punkt zu den Brillenträgern. Was mich wirklich genervt hat, ist, dass wir hier die Record-Taste haben, dass wir auf die beiden Knöpfe haben wir unseren Fokus und Eye-Autofokus gelegt. Das heißt, wenn ich fotografiere, arbeite ich extrem viel mit dem Record-Button, mit den beiden Button. Und wenn ich als Brillenträger durch den Sucher gucke, verschmiere ich mir automatisch mit meinem Daumen meine Brille. Hört sich jetzt nach einer Kleinigkeit an, aber es nervt wirklich extrem. Und seitdem ich die Sony habe, habe ich immer ein Brillenputztuch dabei, weil es wirklich nach 20, 30 Aufnahmen ist die komplette Brille verschmiert. Und da muss ich mir noch mal was einfallen lassen, ob man sich irgendwie was über den Daumen packt, dass der Daumen nicht wirklich die Brille berührt. Ich weiß es noch nicht. Und das war ja auch so ein bisschen meine Befürchtung, weil einfach die Struktur und Aufbau dieser ganzen Buttons bei Sony nicht so gut durchdacht ist wie bei Canon. Das war mir auch im Vorfeld bewusst, aber ich bin den Kompromiss eingegangen. Durch die ganzen Vorteile, die diese Kamera ja hat, habe ich euch ja eben schon erzählt, habe ich jetzt gesagt, okay, ich gehe den Kompromiss ein und da wird sich eine andere Lösung finden. Als letzten negativen Punkt möchte ich noch einmal kurz die beiden Monitore ansprechen. Und zwar einmal den Suchermonitor und das Klappdisplay. Was mir vor allem bei Filmaufnahmen aufgefallen ist, dass wir hier unterschiedliche Helligkeiten einfach haben. Bei Fotoaufnahmen fällt das nicht so sehr auf, weil man sehr, sehr viel doch den Sucher verwendet und nicht das Klappdisplay. Aber bei Filmaufnahmen vor allem, wenn man manuell belichtet, manuell fokussiert, sind die Helligkeitsunterschiede doch sehr, sehr enorm und das Display langfristig für Filmaufnahmen ungeeignet. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich in den nächsten Monaten dann nochmal ein Small HD, also einen Monitor, den man da extern dran packen kann, für Filmaufnahmen anschaffen müssen, weil die Qualität einfach zu schlecht ist. Das war ja bei den A7R III und das Vorgängermodell war das ja auch schon ähnlich. Und über Stefan habe ich das ja auch schon mitbekommen, wie schlechter teilweise die Qualität des Klappmonitors ist. Das hat sich aus meiner Sicht leider nicht wirklich verbessert und die von Canon sind aus meiner Sicht auch deutlich, deutlich besser. Aber wir kommen jetzt so langsam zum Fazit, denn die Canon nutzen wir immer noch und zwar eher als Zweitkamera oder für unsere Auszubildende, Assistenten, Second Shooter oder Praktikanten. Es ist immer noch eine super gute Kamera, deswegen wird die auch immer noch eingesetzt, die 5D Mark III. Aber man muss immer klar sein, bei einem Systemwechsel von Canon auf Sony ist das mit sehr, sehr vielen Kosten verbunden. Ich habe jetzt um die 5000 Euro für das Ganze ausgegeben. Für Kamera, wir haben ein Sony-Objektiv dazu gekauft, das 85er 1.8. Wir haben Akkus dazu gekauft, einige. Wir haben viele Speicherkarten dazu kaufen müssen. Das heißt, wir haben quasi nur das Minimum an Systemwechsel durchlebt, sag ich mal. Wir hätten noch viel, viel mehr jetzt kaufen können und ich denke, da folgen auch noch mehr Sony-Objektive. Deswegen ist es wirklich eine teure Angelegenheit, aber ich bereue diesen Schritt auf gar keinen Fall. Vielleicht ist es eine Alternative zu sagen, nicht die A7R III, sondern die A7 III, die ja etwas später als meine Kamera rausgekommen ist, dass man sich die vielleicht anschafft, ist das eine Möglichkeit, weil die doch um einiges günstiger nochmal ist und man ja auch das Problem mit den 40 Megapixeln nicht hat. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Und damit möchte ich jetzt auch eigentlich abschließen und ja, möchte euch bitten, was ist eure Meinung dazu? Ist das für euch nochmal ein Thema? Wie lange verwendet ihr vielleicht schon eure Kamera, eure Marke Canon, Nikon, Pentax, je nachdem, womit ihr arbeitet? Und warum seid ihr noch nicht umgestiegen? Wollt ihr das Geld nicht ausgeben? Seid ihr vielleicht auch zu bequem? Das habe ich von vielen Fotografen gehört, dass man doch zu sehr schon in ein System eingearbeitet ist über Jahre oder Jahrzehnte und deswegen einfach nicht umsteigt. Ich habe es nicht bereut. Ich bin da sehr, sehr glücklich mit. Ich kann einfach auch besser arbeiten mit der Sony. Ich kann ruhiger arbeiten und nicht, wie ich befürchtet hatte, dass darunter meine Bildqualität leidet, dass ich weniger Zeit mich damit beschäftigen kann mit Bildausschnitt.
und Bildaufbau und Storytelling. Das ist überhaupt nicht eingetreten. Ich kann eher noch besser arbeiten und ich kann noch ruhiger und entspannter arbeiten, weil mir die Technik, die bei der Sony eingebaut ist, doch noch einiges mehr abnimmt. Das dazu, ich bedanke mich fürs Einschalten. Das war es jetzt auch zur Sony A7R3 und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Also, bis dann. Ciao.